Taxi 7676. Ein guter Ruf für alle Fälle. Die Feuerwehr Hockenheim feiert mal wieder einen Tag der offenen Tür. Das Wetter spielt leider nicht so wirklich mit, aber wir haben bisher geschafft, alle Aktivitäten meistens im Trockenen durchzuführen. Hier in der Feuerwehr Hockenheim ist vieles geboten. Wir bieten ein umfassendes Programm für die Kinder an. Sie sind beschäftigt, sie können sich mit unserer Jugendfeuerwehr beim Spritzen üben. Die Jugendfeuerwehr selbst bietet Übungen an. Unsere aktive Wehr zeigt hier zahlreiche Schauübungen. Es besteht die Möglichkeit, Feuerwehrfahrzeuge anzuschauen, sie zu benutzen, auch mit ihnen zu fahren. Die Drehleiter ist zur Benutzung freigegeben, man kann Drehleiter fahren. Also Sie sehen, es gibt neben Essen und Trinken vieles im Bereich Feuerwehr und deren Aktivitäten. Darüber hinaus stellen wir uns natürlich hier von der Feuerwehr mit unserem ganzen Equipment der Bevölkerung vor. Wir haben hier sehr viele Werte, die wir der Bevölkerung einfach auch zeigen möchten. Es ist von der Bevölkerung, von der Stadt Hockenheim zur Sicherheit der Bevölkerung hier in Hockenheim angeschafft. Deswegen präsentieren wir gerne unsere Einsatzfahrzeuge, unser Equipment. Da stellen wir alles zur Schau. Wir haben heute zwei neue Fahrzeuge in Dienst gestellt, einen neuen Einsatzleitwagen und einen Kommandowagen. Diese Fahrzeuge geben uns Anlass zu diesem Tag der offenen Tür, die wir mit heute in Dienst stellen. Wir haben heute auch die Polizei zu Gast, die gerne die Fahrräder kodiert, sodass sie vor Diebstahl bestmöglich geschützt sind. Auch das bieten wir heute im Rahmen unserer Aktion an. Hallo, ich bin der Robin, bin 10 Jahre alt, komme aus Siegen. Wir sind hier in Hockenheim wegen Oma und Opa, denn sie wohnen hier. Und wir sind hier mal auf diesem Fest, weil wir uns hierfür mal interessieren und... Ja, am besten gefielen mir die Drehleiter da oben. Da konnten wir so 30 Meter hochfahren. Also das hat mir sehr gefallen. Hallo, ich bin die Lisa und bin 7 Jahre alt und mir hat am besten gefallen die Drehleiter, das war ganz schön hoch, und die Feuerwehrautos und das Feuer. Aufdruck. Werbeflächen für Ihre Ideen. In der Ederer Passage in Schwetzingen.